So, mein letzter Urlaubstag hat begonnen. Die letzte Folge ist noch nicht mal ausgestrahlt. Und ja, ich habe aber immer noch Bock auf Satisfactory und deswegen nehme ich die jetzt noch auf. Und weil ich vor allem nächste Woche nicht weiß, ob ich es mit der Aufnahme schaffe. Und ja, los geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich habe mich gerade schon mal kurz umgeguckt und wir sind schon echt weit gekommen. Wir haben ja hier nun mittlerweile theoretisch unseren Stahlbeton schon so weit, dass wir den ans Laufen bringen können. Ich glaube, wir haben ihn sogar schon angeschlossen. Und als nächstes hatten wir ja vor, so ein paar Hypertubes hier zu verlegen, die uns immer so ein bisschen von A nach B bringen. Am wichtigsten wäre mir eigentlich der Weg vom Hub hierher und vom Hub und hinten zum Lager hin. Ich weiß noch gar nicht, was wir dafür brauchen und würde da jetzt erstmal gucken. Wo haben wir die denn? Transportation? Ja. Stackable Hypertube Support. Hypertube Stütze. Was brauchen wir dafür alles? Wir brauchen ordentlich ein paar Röhren. Oha. Achso, das ist nur der Eingang. Und ansonsten ein bisschen Kupferblech. Und Stahlröhren, das ist ja gar nicht mal die Welt. Wie sieht unser Vorrat aus? Bisschen was haben wir hier. Stahlröhren müssen wir ein paar holen. Und den Rest deichseln wir uns schon zurecht, oder? Und wir holen das jetzt hier einfach ab und dann fangen wir da hinten gleich an. Und dann geht das hier einfach los. Ich habe die Dinger noch nie gebaut. Ich habe keine Ahnung, wie ich die am besten setze. Aber ich bin da lernfähig, ne? Was ist denn hier los? Warum ist denn hier keine Wand drin? Das funktioniert so nicht. Das kann so nicht weitergehen. Und klick. Und warum ist die hier falsch rum drin? Das ist ja unerhört. Unter aller Sau. Warum ist hier eine Wand falsch rum drin? Und welche ist es? Die da ist es. Oder die da? Nee. Sind die alle so? Ja, die sind alle so. Okay, ich habe nichts gesagt. Geht weiter. Weiter im Text. Wir wollen Hypertubes. Da habe ich voll Bock drauf. Endlich mal ein bisschen schneller von A nach B kommen. Und als nächstes wird der Scheiß hier zentralisiert. Das kann ja so nicht weitergehen. Ja, also meine Lagekapazitäten sind unter aller Sau. Ne, das dauert mir, vor allem hier hinten hinkommen, dauert echt relativ lange. Muss ich ja mal sagen, wir verschwenden hier eine Menge Zeit einfach nur mit einem dämlich durch die Gegend rennen. Was wir uns ja eigentlich ganz gut sparen können. Zack. Hier läuft unsere Schredderei auf Hochtouren. Ach, schön. Und dass wir ein bisschen mehr Platz haben im Inventar, stört mich tatsächlich auch gar nicht mal so. So, wir haben hier noch ein bisschen Erz. Wir haben hier einen Haufen Plünn. Wir haben hier aus irgendeinem Grund eine Nuss, die nicht gestackt ist. Warum auch immer. Und wir haben nichts auf dem Body. Gut, weiter geht's. Och, ey, so wirklich, die Laufwege sind penetrant, möchte ich fast sagen. Die Nüsse können wir eigentlich mal uns genüsslich zuführen. Dann gucken wir nochmal an die Man. Ob wir irgendwas erforschen können. Unsere Nuss ist nämlich abgeschlossen. Ich klingel schon wieder. Unerhört. Da ist nichts. Da wollen wir jetzt bald. Nährstoffe. Hier den blöden Pilz. Hier haben wir nicht drin. Hier haben wir drin. Was ist das? Egal. Nährstoffe. Pilz. Was bringt es mir? Also ich weiß es tatsächlich nicht. Forschung beginnen. Hau rein. 3 Minuten ist das durch. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier mit der Hypertube machen. Ich glaube, ich will hier hinten so ein Startding haben. Ich glaube, das finde ich ganz cool. So als Eingang einfach. Und dafür müssen wir jetzt erstmal gucken, wie das überhaupt geht. Also ich muss gucken. So. Wird wahrscheinlich erstmal so ein Tube-Teil hier setzen müssen. Wie will ich denn das Ding stehen haben?
Ist ja doch recht weit oben, ne? Kann ich das nicht... Hier, ein halber Typ Schütze reicht doch völlig. So. Und dann müsste ich da doch so einen Eingang ransetzen können, oder nicht? Nö, kann ich nicht. Warum nicht? Ach, Stahlbeton brauche ich dafür. Leck mich fett. Brauche ich das für alle oder nur für den Eingang? Dafür nicht und dafür auch nicht. Gut. Ja gut, ein bisschen Stahlbeton können wir ja fix machen. Das ist eigentlich das Ding. Warum renne ich immer hier hinten, wenn ich irgendwas bauen will? Total sinnbefreit. So, Stahlbetonträger. Ich habe natürlich wieder nicht geguckt, wie viel wir dafür brauchen. Und wir müssen noch Beton holen, sehe ich gerade. Ach ja, ich bin immer so unachtsam. Wir werden gleich wieder eine Menge Beton brauchen. Ich hoffe einfach mal, es waren 10. Eingang? Ach, 4 sogar nur. So, dann hängt das Ding da dran. Und braucht noch Strom. Ja gut, Strom soll... Daran soll es nicht hapern. Allerdings nicht mehr über den. Der ist ein bisschen voll. Das macht gar nichts. Wir nehmen den hier einmal weg. Stellen uns hier irgendwo einen Pfosten hin. Und gehen mit den da unten ran. Und der kann hier oben. Zack. Einmal Energie zuführen. So. Dann holen wir jetzt noch fix Beton. Und schmeißen noch ein bisschen Müll aus dem Inventar. Auch schön mit den Schatten gerade, ne? Ich mache hier Licht. Wie war Licht aus? B. Was für eine komische Tastenkombination. So, den müsst weg. Einmal sortieren. Was ist das hier? Kalkstein auch weg. Wir brauchen da Beton. Und zwar eine Menge davon. Du warst schon so übervoll. Macht aber gar nichts. So. Wie viele Tickets haben wir denn mittlerweile? Immer noch 0. Wie ärgerlich. Aber es produziert ja fleißig weiter nebenbei. So. Dann schauen wir mal. Die Hypertube wollen wir irgendwie... Ja, wo führen wir die denn am dümmsten lang? Kann ich die durch Wände ziehen? Stütze, Eingang, Hypertube? Nö, irgendwie nicht. Also müssen wir die innen reinführen. Wir gehen mal erstmal hier runter. Aber es wäre, glaube ich, trotzdem sinnig, die erstmal hier auf den Bändern mit lang zu ziehen. Wir gucken uns das mal von hier an. Dass wir hier erstmal dran vorbeigehen. So, Hypertube. Kriege ich hier auch so? Ja, sehr schön. Aber das finde ich ja... Moment. Jetzt ist hier ja gleich wieder... der Pedant in mir, ne? Und zwar nicht zu knapp. So, so... So. Na komm. Und so. Und dann finde ich das, glaube ich, okay. Dann lassen wir es da so rüberlaufen. Ich glaube, das kommt sogar fast hin. Zack. Holen uns die Tube von da. Zip. Zip. Und dann bauen wir da einfach eine Stütze drauf. Hep. Und ich werde die hier vielleicht gleich noch weiter rausziehen. Wo haben wir das jetzt? Warum habe ich das denn so gemacht? Ich habe die doch eh schon immer im Schnellauswahlmenü. Meine Güte, Magus, manchmal bist du echt von ab. Nummer 1, ein Förderband, zweites Förderband, drittes Förderband und dann können wir hier eine Tube draufsetzen. Nee, keine Pipeline. Sondern so eine. Warum geht das nicht? Nicht genug Freiraum? Jetzt ging es interessanterweise doch. Na gut. So. Brauchen wir... Na, wir gucken mal. Hypertube. Zip. Dann geht die erstmal nach da. Und dann können wir die hier sauber weiterziehen.
Und ich glaube dann am ehesten da unter dem Versorgungstunnel noch mit lang oder hier an der Seite. I don't know. Also auf jeden Fall erstmal hier oben drauf nochmal ein. Was ich noch nicht kann, weil ich die noch nie weggerissen habe. Was ein Scheiß. So, dann die hier. 1, 2, 3. Und... so. Dann können wir die Cube erstmal weiterziehen. Zack. So, und dann könnte ich dir ja theoretisch, könnte ich hier ein Rohr auswechseln und da oben die Tube langziehen, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich. Erstmal gucken, ob das überhaupt geht. Null. Du dahin und... ach komm schon. Dein Ernst. Frickel manchmal. So eine Scheiße. So, reicht denn so eine? Oh, perfekt. Das finde ich ja richtig geil. So. Gucken wir nochmal rüber. Wie machen wir das hier? Haben wir so eine Seitenstütze? Nee. Dann setze ich tatsächlich vorne nochmal eine hin. Damit das da so sauber wie möglich reingeht. Kommt's einmal weg. Und dann setzen wir hier nochmal eine hin. So. Dann gehen wir von da. Na, komm. Obwohl, ich habe eine Idee. Ich mache mir hier einfach so einen Eingangshub hin. Oder so einen Tube-Hub. Das baue ich hier drüben. Ja, das ist eine geile Idee. Das mache ich. Dann führen wir das hier so lang. Ne, einmal eins, um hier zu sein. Habe ich einen Grund, hier zu sein? Eigentlich nicht, oder? Nee, ich habe keinen Grund, hier zu sein. Wir machen das doch gleich dahin. Also, ich habe zumindest nicht regelmäßig einen Grund, hier zu sein. Zack. Und von da nach da. Zip. Und du kommst weg und du kommst weg. Dann setzen wir hier gleich nochmal an. Zack. Und zack. Kommt hier nochmal eine Stütze ran. Ja, so ist in Ordnung. Und einmal die Tube rüber. Zack. Da rast einer ganz schön bei uns in der Bude lang. Aber gut. Was man halt so macht. So, und dann habe ich hier freigelassen. Eins. Ach, wir gucken einfach. 1, 2, 3, 4. 5 frei. Okay. Und den auch noch. Und dann setzen wir die hier einfach wieder hinter. 1, 2, 3, 4, 5. Und 6 und die kommen alle wieder weg. Und dann kommt hier die nächste Stütze hin. Es ist beim Bau tatsächlich alles ein bisschen frickelig, was ich hier mache. Und irgendwie auch das Ausgenutze eines Glitches, Bugs, was auch immer. Aber egal. Ich kann damit leben, ich hoffe ihr könnt es auch. Und nachher sieht es ja so aus, als wäre es gewollt. So, weg damit. Weg damit. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aber wir können tatsächlich nochmal einen weitermachen, das ist ja irre. Ach komm. So. Und so. Und dann kommt... Ach, jetzt bin ich wieder so, dass ich nicht erkenne, wie ich es gebaut habe. Stütze. So, den Scheißberg wieder wegreißen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Weiter rüberziehen. Brut. So, und dann kommt jetzt der letzte Anschluss, würde ich sagen. Und hier drunter... Obwohl, nee, da kommt nochmal ein Förderband nachher. Obwohl, nee, das läuft dann alles hier rüber. Wie muck wie das? Habe ich die alle... Guck mal, klar. Alle zwei habe ich die gebaut. Eins, zwei, drei. Ach nee, das ist ja... Das ist ja der Zulauf. Der sollte hier vorbei sein. Dann können wir hier nämlich eigentlich rüberbauen. Die Stütze. Weil irgendwann müssen wir ja mal ankommen, ne? Wir bauen trotzdem nochmal einen länger. Drei, vier, fünf und sechs. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Und weiter geht's. Zack. Oh. Ups. Das war dumm. Meine Güte, war das dumm. Ich sollte hier, glaube ich, mal fertig ziehen. Wenn wir schon mal dabei sind. Wir können sogar noch ein Untergeschoss machen. Demnächst. Zack. Und dann löppt das. Sind wir wieder oben. Aber hier muss tatsächlich nochmal eine Reihe ran. Sonst komme ich hier gleich wieder in Schwulitäten. Und so. So, nochmal eine Stütze. Und dann sind wir tatsächlich schon da, wo wir hinwollen. Und können das gleich mal ausprobieren. Ich freue mich schon fast ein bisschen, wa? So. Dann machen wir hier einfach den Ausgang hin. Cool, wenn ich das senkrecht bauen könnte. Das wäre total geil. Aber ich glaube, das ist mir am Ende nicht vergönnt. Können die eigentlich auf dem Kopf... Moment, ich muss mal was ausprobieren. Was ist denn, wenn ich jetzt so mache? Und von da... Das geht. Grundsätzlich mag mir das gefallen. Aber ich könnte eigentlich auch gleich da oben hin. Das ist, glaube ich, auch cool. Wie hoch komme ich denn mit dieser blöden Stütze hin? Zack. Zzt, scheiße. Dich könnte ich wegnehmen. Könnte dafür... so einen Weg hier hinbauen. So. Und dann dödeln wir einmal fix nach da oben. Weil von hier komme ich ja gleich überall ran. Ich meine, wie gut ist das? Mehr geht eigentlich nicht, ne? Transport, Stütze. Mail. Zip. Komme ich hier echt nicht hoch? Das ist ja tragisch. Das ist ja tragisch. Kann ich die hier oben rauf bauen? Ne, auf die Wege kann ich die nicht bauen. Das ist ja scheiße. Na ja, gut, dann müssen wir es doch.
mit diesen dusseligen Teilen hier machen. Förderbandmast. Und dann wären wir schon hier. Ach komm. Zack. Hypertube-Eingang. Zack. Und die Tube einmal hier rüber. Das ist ja irre doof schief. Das ist echt ganz blöd schief. Und ich glaube, die Geschwindigkeit könnte mich da dran zerschellen lassen, oder? Ach, scheißegal. Wird schon werden. So, hatte ich dich beim letzten Mal hier irgendwie einen Weg hochgebaut? Weil wir brauchen ja hier einen Strom noch, ne? Und erstmal geht das, meine Güte. Also jetzt mal im Ernst. So, na, ich päpstlich als der Papst. Und sehen erstmal zu, dass wir hier irgendwo Strom herkriegen. Da ist eine Stromleitung. Die ziehen wir hier jetzt provisorisch rüber. Wo muss sie hin? Da. Zack. Glitscht die irgendwo. Zu verkraften, sag ich einfach mal. So. Ne, und wie gesagt, es ist am Ende alles provisorisch, bis wir hier richtig Strom reingelegt haben. So. Okay, sieht gut aus. Gefällt mir. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Schwupp. Zip. Ja, es ist vom Gucken her ein bisschen scheiße. Was ist denn X? Okay. Zip. Zip. Zack, sind wir da. Ich habe gedacht, es wäre ein bisschen schneller tatsächlich. Aber von der Sache her cool. Gefällt mir. So, gehen wir gleich wieder an die Mam. Die Analyse von Pilz ist abgeschlossen. Fehler 9. Ja, ich weiß. Okay. Kann ich nicht machen, weil tatsächlich Rotoren fehlen. Die ich erst noch produzieren muss. Doof. Elektroschnecke habe ich auch noch nicht. Blütenblätter. Ja. Das hier wäre wohl wichtiger. Und das hier, naja. Was fehlt hier? Oh, ganz viel. Ganz, ganz viel. Sachen, die ich noch nicht kenne. Okay. Erstmal nichts, weil... Ach doch. Ist ja so nicht wahr, ne? Wir können gleich mal hier... durch die Farbpatrone und dann ist gut. Ist die auch in der Mache? Bevor mir wieder vorgeworfen wird, ich würde da nicht genug tun. Das ist ja cool. So, die ist löppt. Dann gucken wir einmal, ob hier langsam mal ein paar Tickets fertig werden. Langsam wird es echt Zeit. Ich will hier diese Glaswände haben, damit ich da endlich mal weiterkomme. Null druckbare Coupons. Wir brauchen, glaube ich, noch zwei. Nerv. Was machen wir denn mit der restlichen Zeit? Wir haben jetzt gerade mit Stahlbeton angefangen. Können wir jetzt eigentlich mit Stahl weitermachen, oder? Haben wir da schon... Schwupp. Und schwupp. Ah, wir sind noch gar nicht fertig. Da kommt gerade mal Kalkstein an. Wir haben noch keine Kohle und wir haben noch kein Eisen. Stimmt, wir haben da hinten ja unsere Eisenlane angefangen. Wie gut ist das? Hey. Upp. Zack. Ja, hier fehlt noch alles. Super gut. Ne, hier. Und zwar alles vorbereitet. Da steht schon alles. Aber
Da fehlt einmal Eisen und einmal Kohle. Dann holen wir doch jetzt Eisen und Kohle. Wie klingt das? Zack. Holen wir doch mal Eisen und Kohle. So, dafür brauchen wir eine Menge Miner tatsächlich. Und eine Menge Stahlbeton. Was ist das denn hier? Da hat nichts rumzuliegen. Warum stehst du still? Achso, weil du da hinten hinführst und die noch nichts kriegen. So. Da brauchen wir jetzt, ich glaube, 3 Stück waren da. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und hatten wir nicht auch so eine, ja. Ich glaube 10 Stahlbeton, ne? Ja. Und damit dann 30 Stahlbeton, die ich nicht machen kann, weil mir Stahlträger fehlen. Da brauchen wir ohnehin mehr. Scheiße! Ärgerlich, aber gut. Ich hätte die Produktion ja auch schon mal anfangen können, ne? Also ich glaube, im Nachgang ärgere ich mich jetzt schon, dass ich da nicht so ein Hub gebaut habe. Für meine coolen Hypertubes. Weil ich jetzt nämlich wieder hier hochrenne. Und einfach sonst in die Röhre hätte springen können und zack, wäre ich da gewesen. Kommen wir hier irgendwie hoch? Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu sinnvoll gewesen, hätte ich das irgendwie so geplant. Ja, ein bisschen Zeit ist noch. Die stehen alle still, was total egal ist. Gibt es ja eigentlich mal was Neues? Nö. Absolutely not. Ich kann hier nichts machen, ich kann hier nichts rausholen. Ich habe ein Bett, das ich nicht nutze, weil ich nicht schlafe. Schlaf ist so unproduktiv. Das bringt überhaupt nichts. So, was wollte ich jetzt? Stahl wollte ich holen. So. Schon wieder voll von ab, ey. Hier ist Action. Es wird echt Zeit, dass ich da auch Stahl da hinten herstelle und dann einfach alles endlich in meinem Lager habe, ey. Und alles, was es dafür braucht, ist Glas. Also Glaswände, die ich da rein haben will. Ich will das ja sehen können. So, die haben wir. Haben wir jetzt alle raus? Ist ja Wahnsinn. Da alle raus, da alle raus. So. Und bauen wir das da hinten beim Happy Beton. Damit wir dann gleich genug haben. So, und dann kann ich nämlich gleich nochmal eine Stahllane dahinter platschen. Wie gut ist das? Was? Damit kann ich nur 30 Stück machen? Warum denn das? Na egal, mehr brauchen wir auch nicht. Von daher eigentlich wurscht. Aber wir brauchen mehr Beton. Dringend. Damit kommen wir doch wieder nicht aus. Obwohl, so viel brauchen wir auch gar nicht eigentlich. Können wir gleich mal ein bisschen mehr machen. Dann kriegen wir eine... einmal Stahl leer. Und sind doch auch glücklich und haben wieder einen Stack frei. Zack. Dann holen wir hier gleich wieder Beton nach. 1, 2 und... dich machen wir voll. Und dann sind alle glücklich am Ende. So, brauchen wir noch irgendwas, um die zu bauen. Modulare Rahmen. Dim, dim. Das ist ja ärgerlich. Dann musst du wieder weg. Wie viel brauchen wir da? Ich habe wieder nicht richtig geguckt. 10 Stück. Also brauchen wir 30 insgesamt. Das ist ja nicht das Ding. Die müssen wir mittlerweile ganz gut auf Halde haben. Zack, zack, zack. Oh, das ist schön. Und mit der ganzen Minen da hinten kriegen wir tatsächlich die Stahlproduktion ans Rennen. Das finde ich total klasse. Eisenplatten. Hier haben wir sie doch. Zack. Reicht völlig. Und ich glaube, wir müssen den Weg da doch hochkommen und dann müssen wir doch beim Eisen sein, oder nicht? Das müsste doch alles irgendwie passen. Hui! Das hauen wir. Siehst du, den Miner muss ich auch noch aufrüsten. Dann haben wir da noch wieder ein bisschen mehr. Ach, das läuft hier alles wie ein Länderspiel. Super gut.
was man auch machen könnte. Man könnte die ganzen Fließbänder nach unten setzen und da hinten dann einfach... Na, Zukunftsmusik. Oh, hier ist Kalkstein. Moin. Und tschüss. Hier ist Kalkstein, das ist ja auch schön. Nüffe. Lecker, lecker Nüffe. Oh, da freue ich mich auch schon, wenn wir das alles mit Stützen versehen können. Das wird super. Ach. Ein Gefrickel hier. Nuss. Ohne die gehen wir nicht weg. So, hier hoch und hier rüber. Und dann sind wir doch schon beim Eisen. Picken wir den Scheiß hier noch weg. Ich habe, glaube ich, keinen Platz mehr im Inventar. Na super. Meine Güte, hier den Blattscheiß. Weg damit. Mach mal weg. Gibt es da keine Möglichkeit, das schneller zu machen? Das könnte bestimmt auch irgendwie sprengen. So. Das ist frei. Eins. Zwei. Na komm. Na das. Numero 2. Et Numero 3. Zu doof. Echt jetzt? Voll. Leck mich doch. Hier weg den Scheiß. Braucht kein Mensch. Kann doch verrotten von mir aus. Sind eh gleich Platten drüber, sieht keine Sau mehr da. So. Was ist das hier? Muss mich rollen oder was? Achso, Blätter, die rumliegen. Na gut. So. Jetzt machen wir uns gleich richtig. Mit Eiern hier gar nicht groß rum. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann stellen wir doch schon den ersten Miner drauf. Brut. So, Nummer 1. Dann nehmen wir gleich einen Huhn. Oder? Ich glaube, wir können auch flacher bauen. Das sieht, glaube ich, ein bisschen eleganter aus. Ja. Die Frage ist, reicht das? Guckt ein bisschen was von dem Scheiß durch, ne? Nee, das stört mich am Ende wieder. Da habe ich keinen Bock drauf. Rieche mich. In 2-3 Folgen rieche ich mich darüber auf, ich sag's euch. Bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen machen wir es so. Geht mir tatsächlich schon der Beton aus. Ich kotze. Ja, gut, dass wir es gleich auf die Höhe gemacht haben. So sind wir sauber hier auch auf einer Höhe. So, den nächsten bitte. Wow, Alter, kommst du mal klar? Da ein und wo war der nächste? War der nicht auch irgendwo hier? Wo war der denn? Da. Nanu. Ich kann von hier oben nicht setzen. Ah. Zack. Gucken, ob der richtig sitzt. Ja, der steht gerade, oder? Und ich glaube, wir kommen hier echt genau mit so einem scheiß Fließband vorbei. Wir gucken mal. Nein! Scheiße. Das ist ja massiv ärgerlich. Aber geht die Welt nicht von unter. So. Brauchen wir hierfür eigentlich? Ja, brauchen wir natürlich. Es wäre ja auch zu schön, wenn wir das nicht bräuchten. So, wo führen wir den Scheiß lang? Eigentlich können wir es gleich hier rüber schicken, oder? 1, 2 und dann machen wir es gleich da hinten hin. Sofern das geht. Na, das geht. Wir kommen drunter durch. Und hier gehen wir dann einfach. Ich würde sagen, bis hier.
Dann kommen wir bestimmt noch dran vorbei. Ja. Da hoch und dann ist das gut. Drehe ich den nochmal? Ich glaube, ich drehe den nochmal. Ja. Dann kommt der... Passt das? Ne, es passt nicht. So, so. Und, na. Ach, komm schon. Ey. Komm. Lass. Mach hin, Junge. Zack, den darauf. Und dann nach da. So, dann haben wir die schon mal gestackt. Moment mal, brauche ich eigentlich so viel? Ich brauche doch gar nicht so viele. Von hier kommen 60, 120, 180. So viel brauche ich gar nicht. Und ein so ein Fließband befördert. 270. Das ist ja super. Weg damit. Alles weg. Das ist ja super cool. Dann brauchen wir hier nur einen Fusionator. Zack. Der ziemlich genau hierhin passt. So. Und dann gehen wir einfach daran. Genau das gleiche gilt dafür. Und dafür auch. Ich kann jetzt wieder so scheiße laufen, ne? So will ich das nicht. So will ich das nicht. So. Mindestens ein hoch. Und hier machen wir es dann auch damit. Fusionator ran. Was? Ungültige Platzierung? Ach komm. Das ist nicht dein Ernst. Hier durch? Ja, hier komme ich durch. Obwohl. Ah, ich bin mir so unschlüssig. Ich mache das doch mit dem hier. Falls ich da doch nochmal was draufsetzen muss, kann ich das wenigstens tun. So. Ja. Ja, so bin ich glücklich. Na komm. Kann ich den da echt nicht so anbringen? Doch. Zack. Und dann ist das doch okay. Lass auch da... Ach, komm schon. Ich will doch wohl meinen. So, du gehst da hoch. Und dann da dran. Ja, so gefällt mir das besser. Zack. Du kannst von mir aus darüber. Und dann sind wir doch... auf einem akzeptablen Level. Ich muss gleich echt nochmal los und scheiß Beton holen, ey. Ich kotze im Strahl. So, und dann gehen wir von da nach da. Zip. Und hier gehen wir mittig drauf, damit hier eine schöne Runde ist. Tada! Jetzt mal gucken, wie weit wir noch kommen. Zack. Ja, dadurch, dass wir nicht so hoch bauen müssen. Ach komm, ehrlich. Sparen wir zumindest ein bisschen Beton. Ich kann echt schlecht gucken gerade. So. Wie viel waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aufgestellt. Angetaggert. Und gib ihm hart. 1, 2, 3, 4, 5. Da auch wieder einen hin. Da hat mich doch gerade einer angebellt. Wer bellt mich hier an? Du. Ja, moin. Ja, du kannst mir gar nichts von da unten. Ha. Ficker. Du kannst mir hier vorne gleich was, ne? Moment mal, ich habe ja hier die coole Armierungspistole. Noch ein Schuss dabei, super.
Zack, das juckt ihn wahrscheinlich gar nicht. Ah ne, 12 Schuss haben wir dabei. Wo ist er denn hin? Komm. Schieß ich den Arsch. Hau nicht ab. Komm her hier. Denn halt nicht. Lass dich halt nicht von mir töten. 1, 2, 3, 4, 5. Macht ihr schon wieder Blödsinn? Hier wird schon wieder grober Unfug gemacht. Ich habe das sofort gehört. Ja, ja, schieb's ruhig auf den Hund. Immer das Gleiche. So, gehen wir hier einmal rüber. Holen wir nochmal fix ein bisschen lustigen Beton. Theoretisch könnte ich ihn hier auch vom Band nehmen, ne? Aber nein. Wir machen das, wenn denn richtig. Wir haben eigentlich noch so viel Eisenmüh, ey. Weil unsere Produktion steht, aber ich will es nicht wegnehmen. Irgendwann brauchen wir sie, ich sag's euch. Irgendwann sollte ich vielleicht auch die Produktion von da unten auf die fertige Produktion hier unten runterholen. Dass wir das alles beieinander haben. Das halte ich auch wieder für Verschwendung. Ach, das ist doch alles kompliziert hier. Nichts ist so, wie es soll. So, jetzt haben wir ja wieder ordentlich was frei. Können wir gleich mal ein bisschen mehr mitnehmen. Sehr schön. Was brauche ich denn für die hier? Ach, da haben wir genug von allem da. Mache ich mir gar keine Sorgen. Zack. Ach, scheiße. Man kann nicht alles haben. So, und dann geht's weiter. Und dann, wie machen wir da eigentlich den Zulauf? Das ist hier tatsächlich, ne? Oh, ich sehe gerade, Eisen ist ja schon da. Oder? Nee, Eisen läuft darüber. Ich muss hier echt alles auf diese Stützen umstellen oder umbauen. Wobei mir 6 Förderbänder, glaube ich, zu hoch sind tatsächlich. Das passt mir dann, glaube ich, tatsächlich nicht mehr. Das sieht dann einfach scheiße aus. Mal gucken, wie ich das mache. Puh. Zack. Dies hat geklappt. Das finde ich erstmal doof. So. Da laufen die Pumpen, aber auch nur zum Teil. Aber gut. Manchmal ist das, wie es ist. Bei Zeiten muss ich die Brücke hier echt hübsch machen. Das sieht so behämmert aus. Aber gut. Man kann ja nun mal nicht alles haben. Zumindest nicht auf mal. 1, 2, 3, 4, 5. Also hier wieder hin. Ah, ich hätte vielleicht gleich Stahl holen sollen, wa? Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Dann sind wir hier. Und weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Dann sind wir schon mal hier. Und wir müssen eigentlich, glaube ich, ja, komplett hier rüber. Bis hier. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Zack. Zack. Bis hier müssen wir. Ey, das hier ist schon wieder arschig, ey. Aber gut. Manchmal ist, wie es ist. Du hier hin. Von da nach da. Komm. Und dann nach da. Na, ob wir da rüberkommen? Who knows? So. Ja, das sollte doch passen, oder? Na komm. So. Sehr schön. Dit löppt. So. Hier gehen wir sie ran. Geht das noch? Schade, das geht nicht mehr. Dann machen wir hier mal einmal dicht. Und gucken mal, wie es weitergeht. So, bis hier bitte. Zack.
da ist dann erstmal Tidde. Dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie an den Miner vorbeikommen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das Riesenproblem. Da wird wahrscheinlich eher das diesmal Länge wieder so ein Ding. Wie ist da bitte? Na komm, komm, komm. Das muss doch. Ja, super gut. Ja, ich hab's gewusst. Dass das scheppert. So. So, 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 so. Also erstmal bist du hier sinnlos. Ich will hier nicht. Obwohl, ich bin ja erstmal nur 4 hoch, oder? Das geht doch eigentlich. Ich glaube, damit kann man noch leben. Dann würden wir nämlich einfach. Haben wir hier den ersten. Hier haben wir den ersten. Von da nach da gehen. Und laufen dann hier einfach fröhlich mit erstmal. Na. Ach komm schon. So. Und da müssen wir dann eh hoch. Da reißen wir die hier gleich mal weg. Die hier so sinnloserweise rumstehen noch. Damit. Oh, den ersten brauchen wir. Aber was machen wir jetzt, wenn wir den hier haben? So, ich meine, ich könnte die auch einfach stehen lassen, ne? Aber. Nee. Und dann gehen wir von da nochmal weiter nach da. Zack. Und gleich ist vorbei mit Stahl. Zum nächsten kommen wir schon nicht mehr. So schnell kann es gehen. Aber wir haben das Eisen quasi schon hier. Aha. Meine Güte, es wird nicht besser. Wie viel Kabel haben wir noch? Relativ viel. Ah, wir holen jetzt erstmal Stahl. Ein bisschen Stahl. Hoffen indes, dass wir vielleicht endlich mal den nächsten Coupon fertig haben. Ansonsten fange ich hier bald an, irgendwelche Sachen zu schreddern, die ich eh nicht brauche. Immer noch keinen. Ach, leck mich doch fett. Aber wir können zugucken, wie wir den nächsten kriegen. Das ist schon mal Anfang, oder? Na komm. Ja, ach. Drauf geschissen. Ganz ehrlich. So, jetzt zum Beton. Quatsch, zum Beton. Beton haben wir, glaube ich, noch genug, ne? Ja, in Massen. Das ist ganz schön duster hier. Können wir da die Lampen bauen? Das wäre gerade echt mal interessant zu wissen. Weil das nervt ja schon dezent. So, hier haben wir keine mehr. Hier haben wir aber welche. Zack, 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 zack. Ah, wieder 300 bei. Und dann haben wir doch schon eine ganze Menge Eisen. Und wenn ich jetzt die Hälfte von dem Förderband wegnehme, ist das ganz schön viel. Kann das sein? Kann es sein, dass ich da noch irgendwas hinklatschen muss? Hm. Aber ich verbrauche eigentlich das ganze Eisen da. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja totaler Quatsch. Oh, ich muss hier so viele von diesen Trägern jetzt abreißen. Das nervt mich jetzt schon. Und zwar nicht zu knapp. Weg. Weg. Du auch weg. Alter, musst du hier so einen Krach machen, Junge? Ich habe gerade gedacht, irgendein Wildtier will mich anfallen. So. Dann sind wir schon mal da. Den weg. Den weg. Und den auch weg. Jetzt wieder Friggel. 1, 2, 3, 4. Dann sind wir schon mal da. Ach, wir müssen ja auch Strom überlegen, ne? Das ist vielleicht mal eine gute Idee. Komm schon. Meine Güte. Stell die mal noch an hier. So, jetzt müssen wir hier runter.
Ach komm schon. Eins, zwei, drei. Dann geht's nach da. Und von da aus eigentlich hier rüber. So, jetzt zeigt sich, dass das scheiße ist. Weil ich jetzt von da oben nicht wegkomme. Ich meine, ich kann da einen Splitter ranbauen. Wieso laufen hier eigentlich drei Fließbänder? Brauche ich die wirklich alle? Ich hätte die doch auch zusammenfassen können, oder? Theoretisch ja. Praktisch weniger. Aber nur so halb. Wieso wird hier... Achso, hier wird der Beton abgegriffen. Ich glaube, das mache ich gleich mal anders. Nehmen wir den mal weg. Gehen wir dahin. Wir holen jetzt erstmal das andere Zeug her. So, das heißt... Hier habe ich die noch alle. 1, 2, 3, 4. Ja gut, das ist... Aber wurscht, möchte ich aber mal sagen. Machen wir hier hin. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Ist sogar eine zu viel, oder? Jo. So, dann kommt von hier erstmal das Eisen. So, und... Ach komm schon. Das ist doch scheiße. So, das heißt, du musst da hin. Und du kriegst dann nachher von da. So, von da nach da. Zack. Dann haben wir das erstmal hier. Dann muss ich nachher tatsächlich nochmal gucken, wie ich das wegsplitte. Boah, das ist ja sonst viel zu viel. Gott, ist das jetzt richtig? Kriegst ja Augenkrebs, ey. Ja, das passt. So, jetzt gucken wir nochmal wegen dem Beton. Ich meine, das geht ja eigentlich gleich da hoch. Von daher finde ich das, glaube ich, okay. Ja, Mann. Wenn wir den Splitter hier zwischendurch führen und direkt dahin. Kann ich damit leben? Um echt zu sein, kann ich damit gar nicht so gut leben. Weil ich hier eigentlich freie Laufbahn hätte. Gerne, zumindest. Wie mache ich das? Ich könnte versuchen, hier so zu machen. Einmal da durch. Und dann von da nach... Ja, wie geil ist das? Das geht nicht, aber geht das? Ach, dann kreuzen sich da diese Scheiß... Ströme, hätte ich fast gesagt. Aber dann wären wir bei Ghostbusters. So. Machen wir mal einen höher. Kann ich damit dann schon leben? Na. Na. Komm. Aber es. Ran da. Ach komm schon. So. Das geht doch voll klar. Zack, zack. Ja, das ist doch die Wucht in Tüten. Löppt. Löppt einwandfrei. Die Frage ist, was ist hier los? Ach komm, das ist nicht dein Ernst, oder was? Das ist doch nicht dein Ernst. Wenig Freiraum. Was ist denn da jetzt im Weg?
Zu wenig Freiraum? Was steht denn da? Oder haben wir da noch... Ja, ich glaube, ich war da drin. Moment. Bis wohin kommen wir damit? Ja, dann muss das einmal bis... Hier. Dann bis da. Dann musst du nochmal weg. So, dann läuft das schon mal wieder durch. Ich sag's euch, das klappt nie wieder so geil. Es läuft noch immer durch. Das passt. Und es läuft. Sauber. Sehr schön. Da haben wir jetzt dezenten Überschuss, möchte ich sagen. Oh, nee, ich habe da noch nicht verbessert. Das ist ja... Tinnif. Zack, zack, zack. Wenn wir schon mal dabei sind. Und du auch. Ich hätte die eigentlich auch mal zusammenlegen können und dann einfach... da hinten wieder splitten, aber... drauf geschissen. So, jetzt brauchen wir noch Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wie war's denn? 10 nicht. So. Pling. Oh Gott. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Okay, es sind zwei Kohledinger. Genau, der eine ist für die Kohlekraftwerke. Das müsste der da sein. Und die Kohle ist für die Stahlproduktion. Was haben wir denn da noch? 1000 Meter. 1000 Meter. Hm. Ich genug Miner dabei? Nö. Machen wir fix ein paar Miner fertig, wenn wir schon mal dabei sind. Ein. Zwei. Jetzt müssten wir schon alles für den nächsten Miner dabei haben. Ja. Ne, ein Stahlbeton fehlt. Das geht ja so nicht. So, der ist auch fertig. Und jetzt gucken wir doch mal, dass wir da hinten mal schauen. Quasi ein bisschen Erkundung. Flup. Brecheisen, hepp. Da gibt es doch mal... auf die Nase. So, mal gucken hier, dass wir hier keine Werbung im Bild haben. Das machen wir auch nicht. So. Nee, man muss das ja nicht überreizen. 800 Meter, das ist ja eigentlich auch nicht die Ecke, oder? Kannst du mir das mal weiter anzeigen? Bum. Na? Kommt noch was? Ach, warum sammle ich denn jetzt den Scheiß hier auf? 700 Meter, ist doch noch eine Ecke. Ui. Ja, das ist da hinten das jetzt. Oh ja, da muss ich hier noch eine ganze Ecke hoch. Meine Güte. Tü-tü-tü. Tach, ich bin der Neue. Was geht ab? Ist ja eigentlich ganz... ist ja idyllisch geradezu. Das tut man nicht alles für ein bisschen Kohle, ne? Oh. Na du Arsch. So. Wo müssen wir denn hier lang? Oh, ist das da hinten als Himbeer? Oder was ist das Schönes? Das sind echt alles Himbeeren. Wow. Das ist ja paradiesisch. Komm, gib. Alles meins. Alles meins. 800 Meter? Nee, so weit kann ich nicht mehr weg sein. Das kann nicht sein. 400 Meter. Ach komm schon, ehrlich? Ich meine, da ist ein Schneckchen auf dem Weg, ne? Von daher ist das erstmal cool, aber... Zack. Wo ist das Schneckchen? Ich habe es gerade noch gesehen. Da. So, bevor die mich hier irgendwie rumkicken. So, Ruhe im Schacht. Noch einer? Ne. Schnecke.
Wenn du nicht genug Platz im Inventar, willst du mich rollen oder was? Weg damit. Und dann ab ins Wasser mit dir. Nur bleibst du in der Gegend hängen. Auch schön. Da. Ich hab dich gehört, mein Freund. Boah, der Stab ist aber auch geil, ey. Ding. Boah, das ist da hinten. Ach du Scheiße. Da wird es ja hier fast Sinn machen, Energie zu produzieren und die andere Kohlequelle zu nehmen. Geht wahrscheinlich schneller. Aber gut, wir gucken mal. Aber grundsätzlich ist das hier geiler Platz. Hier kann man echt schön Energie herstellen. Aber nicht unbedingt mit Kohle, glaube ich. Was war das? Warum bin ich hier jetzt runtergeflogen? Komm mal hoch hier. Auftauchen. Danke. Warum bin ich da jetzt gerade gefallen? Ist ja paradiesisch. Nee, ich stelle mir gerade vor, unten so pumpen und dann da oben drauf irgendwas bauen. Ich glaube, das wäre cool. Was ist das hier? Oh, ich höre was. Ich höre nichts. Was ist das? Kann ich das abbauen? Schwefel. Okay. Das brauchen wir doch für Sprengstoff. Moment. Irgendwas fliegt hier jetzt raus, da bin ich mir ganz sicher. Und zwar... Eisenröhren haben wir so viele. Da nehme ich lieber Schwefel mit. Data shows this is a mix of sulfide and sulfate minerals. It could be an indication of recent volcanic activity. A new research tree exploring volatile self-defense applications can now be accessed in the MAM. Oh, zur Selbstverteidigung. Das ist ja... Und hier ist Caterium-Erz, okay. Das brauchen wir jetzt gerade allerdings nicht. Das haben wir grundlegend schon in der Forschung drin. Das müssen wir nur noch mal holen. So, ich glaube, das ist schon wieder so weit weg, dass es mir total egal ist, ob hier schon Platten liegen. Und das alles ausgerichtet ist. Der ist zum Glück noch weit weg. Und dann sollte hier, tada, Kohle sein. Was sind die denn? Für Knubbel. Kaugummibäume. Das ist ja der Shit. So. 78 Meter. Muss sie doch quasi da sein. Gott, ich komme mir hier so klein vor, ey. Ich glaube, ich muss hier mal mit der Kettensäge ran. Oh shit. Der will mir was. Komm her. Und tschüss, mein Freund. Nicht mit mir. So, jawohl nicht. So, wo ist jetzt hier? Ist das die Kohle? Die Brüllnuss. Und das ist Kohle. Wow, das war knapp. Ich hab's nur ankommen hören. Bin zur Sicherheit einmal auf die Seite. Wo bist du, du Assi? Ja, schon ist gut. So, jetzt muss ich hier nicht noch irgendwas abbauen. Was ist das hier? Kalkstein. Es steht doch einfach nur so dämlich in der Gegend rum, ey. Warum? Weiß der Geier. So, gleich den Miner drauf. Dann muss ich trotzdem nochmal zurück, um hier fucking Dings zu bauen. Fucking Strom herzubringen. Oh Gott, wie weit wir jetzt zurück müssen, ey. Ist ja nicht zu ertragen. Da ist schon wieder einer auf mich geschossen. Mit irgendwelchem Scheiß. Die Nuss nehmen wir mit. So, okay, jetzt komme ich wahrscheinlich nicht an dem vorbei. So, komm her. Ach komm. Assi. Spinnt's ja wohl. So, da hinten muss ich grob hin. Das Ding ist echt eine geile Landmarke. Hab ich das mal erwähnt? Da findet man sich hier astrein zurecht. Und weiter geht's. Es lebe die Kohle. Oha.
was man nicht alles tut, ne? Zack. Und hoch mit dir, mein Freund. Hilft alles nichts. Steigung ist zum Glück kein Problem. Ganz im Gegenteil, spielt uns sogar ein bisschen in die Karten. So. Da wollte es gerade zu steil werden. Aber das passt alles noch. Alles noch im Rahmen. Ach, durch die Äste durch. Kennt der nix. So, gehen wir direkt da hoch. Boden zu steil. Wir gucken mal, wie wir da hochkommen. Tü-tü-tü. Mit der Angst im Nacken uns verteidigen zu müssen. So. Hier kommt mir doch garantiert gleich wieder einer und drückt auf die Pelle. Hä? 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 Oh, auch nicht. Oha. Das könnte ein bisschen weit sein. Zack. So, alles viel zu weit. Viel zu steil. Zu teuer? Ach komm, leck mich. Ich habe echt keinen Stahl mehr. Ich kotz im Strahl. Ich kotz richtig im Strahl. Alter, was soll denn das? Oh, Mann, ey. Oh, ich sehe gerade, wir sind auch schon am Ende. Wir sind auch schon am Ende. Die Stunde ist rum, meine Güte. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich habe eine schlechte Gesichtsfärbung, das soll ich sagen. Ich war zu wenig draußen in letzter Zeit. Ja. Da sage ich doch einfach, wir beenden das Ganze mit diesem schicken Blick hier auf unsere neue Erzader und den zukünftigen Blick auf die baldige Kohleader und die wird dem Ganzen bald folgen. Beim nächsten Mal gibt es dann entsprechend ja, die Kohle, dann hoffentlich auch endlich die Coupons, um da diesen Scheiß zu holen. Dann gibt es den Strom für die Teile, den Strom für da hinten. Und übernächste Folge, wahrscheinlich erst, ich befürchte es, Strom für unsere neue Arbeitshalle da hinten, die dann überhaupt erstmal gebaut wird, weil wir dann ja überhaupt erst die Teile haben. Und dann geht es, glaube ich, richtig vorwärts, dann wird's cool. Dann kommt nämlich der neue Scheiß langsam ran. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ne? Bis jetzt ist ja nur Neues vom Alten irgendwie. Nur halt, es ist eine schöne Form gepresst. Aber das wird schon cool, ne? Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich fresse noch eine leckere Beere. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Gegebenenfalls, falls ihr es noch nicht habt, lasst ein Abo da. Haut die Glocke rein, damit ihr den Scheiß nicht mehr verpasst. Oh, herrlich. Und vor allem kommentiert. Haut in die Tasten. Ich finde das cool. Ne? Bisschen quatschen. Was kann ich besser machen? Was kann ich schlechter machen? Ich habe die letzten zwei Folgen jetzt echt versucht, eure Ratschläge so ein bisschen zu beherzigen. Und ja. Hoffe, ihr habt noch mehr gute Ratschläge für mich. Würde mich irre freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und reingehauen. Euer Ragnar Bertholzer.